Das städtische Immobilienmanagement IMD soll in zwei Sondervermögen aufgespalten werden. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg übernehmen ein Sondervermögen für Schulen, die GEBAG übernimmt ein Sondervermögen für sonstige Immobilien. Die neue Struktur könnte bereits zum Jahreswechsel greifen. Die Verteilung der Aufgaben erfolgt aufgrund der Kompetenzen und Expertise. Die rund 400 Beschäftigten haben die Wahl, bei der Kernverwaltung zu bleiben oder zu einer der Stadttöchter zu wechseln. Dies geht aus einer Ratsvorlage hervor, über die der Stadtrat am Montag entscheiden wird. Politische Vorgaben bremsen bezahlbares und klimagerechtes Bauen und Wohnen, warnt der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Die sozial orientierte Wohnungswirtschaft ist massiv eingeschränkt und kann die hohen Investitionen für Klimaneutralität nicht stemmen. Im ersten Halbjahr 2023 gab es einen Rückgang von 32,6% bei den Baugenehmigungen für Wohnungen in NRW. Die Wohnungsunternehmen und Genossenschaften verschieben oder stoppen Neubauprojekte aufgrund steigender Kosten und Problemen in den Lieferketten. Die sozial orientierte Wohnungswirtschaft fordert eine ausreichende Förderung und einen ganzheitlichen Ansatz für den Klimaschutz im Gebäudesektor. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr VRR plant eine deutliche Preisanhebung für Fahrscheine aufgrund von Kostensteigerungen. Eine Erhöhung zwischen 6-10% wird diskutiert, eine Entscheidung soll am 28. September getroffen werden. Das Deutschlandticket und das Semesterticket sind von der Preiserhöhung ausgeschlossen. Der VRR fordert eine rasche Einigung auf Bundesebene über ein deutschlandweit geltendes Studententicket. Eine Variante zum NRW-Sozialticket soll zum 1. Dezember kommen. Duisburg beantragt Fördermittel für Wasserstoffbildungszentrum im Rahmen des Kohleausstiegsprogramms. Das neue Bildungszentrum für Wasserstofftechnologie soll in der Nähe von HKM entstehen. Die Zusammenarbeit von Industrie, Forschung, Verbänden und Kammern ermöglicht ein zielgerichtetes Bildungskonzept für alle Bereiche. Die Umschulung der Beschäftigten sei essentiell für die grüne Transformation der Industrie. Das Wasserstoffbildungszentrum soll Fachkräfte qualifizieren und die Region als Wasserstoffdrehkreuz stärken. Das Bürger- und Ordnungsamt hat wieder zusammen mit den Wirtschaftsbetrieben eine Woche lang wilde Müllkippen kontrolliert. In den Stadtteilen Marxloh und Walsum wurden 27 wilde Müllkippen festgestellt und beseitigt. 3 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet, zum Beispiel für das illegale Entsorgen größerer Müllmengen. Außerdem stellte die Verkehrsüberwachung 1128 Verwarnungen und Anzeigen aus, 10 Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Das Bürger- und Ordnungsamt führt seit Ende 2016 regelmäßig Null-Toleranz-Aktionen durch. Am kommenden Donnerstag wird in Duisburg wieder ein stadtweiter Probealarm des Sirenensystems durchgeführt. Dieser Alarm ist Teil des bundesweiten Warntags, bei dem alle Warnmittel im ganzen Land getestet werden. Ziel des Warntags ist es, die Bevölkerung zu sensibilisieren und Informationen sowie Tipps für den Ernstfall zu geben. Der Test beginnt mit einem einminütigen Dauerton für die Entwarnung, gefolgt von einem einminütigen Auf- und abschwellenden Ton für die Warnung. Informationen zum Sirenentest sind auf der städtischen Internetseite, dem Gefahrentelefon der Stadt Duisburg und der Warn-App Nina verfügbar.